Wir wollen die Kreier sehen. Felix Scheider, wann am... Schaffe! Schaffe! Komm, drei Tore gemacht. Ja, die Kollegen feiern sie zurecht. Wann haben sie das letzte Mal drei Tore gemacht in einem Spiel? Ja, ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken bei meinem Teamkaram. Super Vorlagen, muss ich nur noch einschieben, von daher. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es waren einmal super Vorlagen, aber auch richtig gut gemacht, wenn ich an das 2:1 denke. Also schön durchgespielt. Warum war es am Ende heute so leicht? Lag es nur an den roten Karten oder einfach, weil Krai wollte und Leverkusen einfach das Wetter genießen wollte? Ja, natürlich. Erste Halbzeit hat man gesehen, mit 10 Mann können die auch Fußball spielen. Aber wir haben gekämpft und ja, nach der zweiten roten Karten wussten wir, dass wir dann, wenn wir noch ein bisschen mehr investieren bei dem Wetter, auf jeden Fall das Spiel gewinnen werden. Das war dann klar. Es war heute Ihr letzter Auftritt hier in der Krai Arena. Sie wechseln nach Oberhausen. Wie wehmütig ist man dann? Ja, natürlich. Man sieht die Fans, immer sind die hier. Auch bei Auswärtsspielen sind die dabei. Und ja, ist natürlich schade, aber man muss auch mal eine Veränderung vornehmen. Veränderungen stehen immer gut an, klar. Wie hat man das heute mitgekriegt? Ich meine, die Fans, die haben hier die zweite Halbzeit eigentlich durchgehend Party gemacht. Wie kommt das auf den Platz an? Ja, ist die ganze Saison über schon so, dass die Fans uns super unterstützen, überall sind. Auch auswärts in Siegen waren welche beim Champions-League-Spiel. Und das ist natürlich überragend. 1-0 war, ich glaube, ein Traumtor. Der Kollege sagte gerade, ja, Video schicken wir an die Sportschau. Gute Chancen, oder? Ja, auf jeden Fall. Da macht er im Training öfter, aber dass er den dann so im Spiel trifft, das ist natürlich ein überragendes Tor. Dirk Wissel, Glückwunsch erstmal. Überragendes Spiel, glaube ich. 5:1 gegen Leverkusen 2. Das ist in dieser Saison nicht jedes Spiel passiert. Zufrieden heute, denke ich, oder? Im letzten Heimspiel? Ja, absolut. Gar keine Frage. Und Leverkusen, ich glaube, das hat man heute auch sehen können. War bis zum Zeitpunkt, als wir noch 11 Mann auf dem Platz hatten, die fußballerisch beste Mannschaft, gegen die wir, glaube ich, gespielt haben, zusammen mit Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde. Das hatte verdächtig was von Fußball. Aber die Jungs haben gut dagegen gehalten, aber auch direkt zu Beginn, natürlich durch den Sonntagsschuss vom Ricardo Zweck, das 1:0 erzielt. Man darf aber auch auf keinen Fall bei der Höhe des Sieges verkennen, dass bei Leverkusen zwischen der 15. und 35. Minute, glaube ich, 300-prozentige hatte, von denen sie zum Glück nur eine genutzt haben. Und wir da mit dem 1:1 und einem Mann mehr dann in die Pause gehen konnten. Das heißt, wir haben diesmal auch ein bisschen das Glück gehabt, was uns in vielen Spielen gefehlt hat. Aber die Jungs haben das Glück auch, wie man so schön sagt, dann auch erzwungen. Und haben nicht nachgelassen, haben weiter das Tempo hochgehalten. Und dann gewinnt man am Ende dann auch mal in der Höhe, am Ende logischerweise verdient. Und dann... Oh, am Ende kalte Abkühlung für das gute Spiel, Trainer. Warte mal, Jungs. War die Schuhe. Das war ganz ehrlich, das war richtig schön. Das war dann Krafttraining über die 3 Jahre. Ja, Dirk Wissel, es war auch Ihr letztes Spiel heute hier zu Hause in der Krai Arena. Ich denke nicht nur fußballerisch und kämpferisch war es ein würdiger Abschied. Für Sie und für die Mannschaft. Was ist das für ein Gefühl, wenn Ihre Spieler Sie hier im letzten Heimspiel so in die Luft schmeißen? Ja, das ist sehr angenehm. Absolut. Habe ich bis jetzt auch selten gehabt, weil ich das meistens hervorziehe, dann heimlich durch die Hintertür zu verschwinden. Man soll immer gehen, wenn man merkt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Der FC Krai hat auch eben, und das ist der zweite Satz aus dem Kuriositätenkabinett, muss auch die Tür zumachen, wenn ein Freund zugeht, weil sonst wird es trotzdem kalt. Also von daher, es ist Zeit, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt zu gehen, aber lieber mit einem 5:1 gewonnen, als mit einer 1:7 Niederlage. Oh, hey!